Hallo Leute, hier ist mein erstes Video und ja, heute gehe ich mal Bobsliden. Ich konnte heute nichts anderes machen, weil ich hatte meinen Fuß verletzt. Ein Mattenwagen ist über meinen Fuß gerollt und ja, so, hier sind wir, Jakobsbad meine ich. Warten wir. Hier ist meine Mutter. Sag hallo. Und das ist mein Hund Adolfo. Adolfo. So, jetzt gehen wir mal anfangen. Und ja. Man braucht diese Tickets. Ich werde ab und zu Deutsch reden in diesem Kanal, aber auch Englisch manchmal. Also hier gehen wir mal rein. So, mein erstes YouTube-Video. Ich werde geil sein. Oh nein, nicht anschnallen. So. So. Es freut mich, mein erstes Video zu machen. Hi. Ciao. So, jetzt gehen wir mal. Au revoir, Mama. So, schön mal wieder nach Jakobsberg zu gehen. Also, ich werde noch weitere Videos machen. Ich werde auch ein paar Gitarrenvideos machen, damit ihr auch von mir ein bisschen lernen könnt. Und ja, so, hier ist Jakobsberg. Das bin ich. Hier war mal ein Kletterpark, aber das Problem war, dass es mal ein richtig starker Sturm gab und dann ist alles zerstört geworden. Alles ist auseinandergegangen und ja. Schreibt bitte in den Kommentaren, ob ich nochmal so ein Video machen soll, wo ich Bobslide fahre. Und lasst bitte ein Like dort. Was geht da ab? Da ist ja voll kühl. Streit. Und als dass ich das schon kenne, vielleicht kennt ihr auch ein paar Leute das. Hier hat es ein Buhu aus Holz. Und später ein bisschen, da sieht man es vielleicht schon ein bisschen, kommt ein Holzbär. Und der ist hier. Ich hoffe, ihr seht ihn, dass ich nicht die Kamera ein bisschen falsch habe. Okay, jetzt ab nach oben. Später zeige ich euch, wie ich wirklich aussehe. Nicht umgekehrt. Was machen Sie denn da Stau? Leute, aufpassen! Okay, also Leute, hier müssen wir mal schön, nicht zu schnell. Okay, bald gehen wir los. Seid ihr parat? Okay. So.
Warten wir mal. Und ab geht's! Leute, hallo? Nicht so schnell, ich will mich nicht verletzen. So, jetzt geht's wieder geradeaus. Aber jetzt nicht mehr. Und Volltrödel! So schnell bin ich seit langem nicht mehr gewesen! Okay, Leute. Und wenn ihr etwas wissen wollt, was sehr über mich besonders ist, ich bin der Viertklässler der Schweiz in meinem Jahrgang 2010. So, das war mal die erste Fahrt. Aber ich habe noch ein paar mehr.